Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Im letzten Video haben wir euch gezeigt, wie man eine Kröte aufbaut. Jetzt möchte ich einfach euch kurz zeigen, wie ein Koteblatt zusammengelegt wird. Also meine Oma hat immer gesagt, willst du dir den Tucher halten, lege es in die alten Falten. Wir nehmen das Koteblatt, lege es auf dem Boden aus. Idealerweise mit der trockenen Wiese, ansonsten müssen wir zu zweit sein. Dann kann man so einen Luft machen, die Erdstreife schön reinpacken und die Plane einfach schön symmetrisch übereinander lege. Am schönsten wäre es natürlich, wenn die Plane sich schön wie ein Leintuch falten wird, aber dafür hat sie einfach das falsche Format. So, haben wir sie schön übereinander gelegt. Aber ich kann sie jetzt einfach zum Rechteck zusammenfalten, indem ich hergehe und hier nur einen Teil einschlage. So, dass wir hier zwei schöne parallele Kanten bekommen. Dann die Spitze entsprechend hier reinhole und schon habe ich ein Rechteck, was sich einfach schön zusammenlegen lässt. Hier nochmal halbiert. Und wenn ich die Koteplane jetzt für das Lager zusammenlege, dann falte ich sie einfach zusammen. Kann ich euch zeigen. Einmal, zweimal habe ich ein schönes Stück, was ich einfach stapeln kann. Ich erkenne, wenn ich diese Seite auslasse, relativ schnell, dass es ein Koteblatt ist, wenn es zusammengelegt ist. Ich verwechsel es nicht mit einer Rechteckzeltbahn. Für eine Wanderung, für den Rucksack würde ich jetzt wahrscheinlich hingehen und würde sie einfach nehmen und aufwickeln. So gibt es ein kleines, kompaktes Packmaß. Ich kann die Kröte bei mir auf den Rucksack dranbinden, reinpacken, so wie ich es brauche. Dankeschön fürs Zusehen. Der nächste Tipp folgt auf jodeland.de. Dankeschön.